ihm passiert? Er hatte einen Unfall. Mhm, klar. Das war der Wolfskönig. Seit wann sind Kinder so schlau? Und was, wenn der Wolfskönig uns findet? Dann töten wir ihn. Gute Frage. Ich habe kein Silber, aber kann Klingenöl machen. Öl? So wie wir es aus Rapsamen machen? Nein, ein viel spezielleres Öl. Aus Hundeteig, Wolfsbahn, Hundspetersilie und Wolfsleber. Wird dem Wolfskönig schlimme Schmerzen bereiten. Okay. Du bist klug. Woher weißt du so etwas? Von deinem Vater? Nein, von meinem Onkel. Onkel Wesemir. Gut, wir brauchen nochmal Petersilie hier. Steht doch bestimmt hier vorne irgendwo rum. Das ist keine. Was bist du hier? Ups. Auch nicht. Na? Wölfe. Yay, ab in den Kampf. Mit euch nehme ich es allen gleichzeitig auf. Kommt her, ihr Mistviecher. Aber wir regenerieren uns auch extrem schnell. Wir sollen hier, glaube ich, gar nicht verlieren können. Bam, bam. Aber macht das Kämpfen noch Spaß. Es fühlt sich ein bisschen an, wahrscheinlich, wie wenn man das Spiel auf einfach spielen würde. Ich weiß es aber nicht genau. So. Die looten wir auch nochmal. Die hast du aber zugerichtet. Ja, guckst du, hä? Ah. Davon gehe ich aus, aber der wird auch nicht mehr lange leben, Mädchen. So, die Petersilie haben wir auch. So, jetzt habe ich alles. Fehlt nur noch ein Feuerplätzchen, wo ich das Öl in Ruhe herstellen kann. Ihren grünen Augen. Macht ihr jetzt hier Feuer? Das lockt ihn noch bestimmt an. Was machst du da? Ich fette meine Klinge ein. So. Mal sehen, wie wirksam Onkel Wesemirs Rezepte sind. Na, dann zeig mal her hier. Ab zum König. Würde ich sagen. Und da vorne ist er doch, oder? Zieh schon mal mein Schwert hier. Sehe hier auf jeden Fall schon mal eine Leiche. Ein Schwein hier? Dann muss es in der Nähe eine Siedlung geben. Na? Hier ist ein Hund. Der Bauch ist voller Blut. Okay. Von Klauen aufgerissen. Keine Wölfe. Hier liegt eine Wolfsleber. Hier sind tote Wölfe. Oh oh. Das Vieh hat auf jeden Fall Mordlust. Was ist hier unten? Mir wird hier schon wieder irgend so ein roter Pfeil angezeigt. Ich habe keine Ahnung, was der immer bedeutet, ehrlich gesagt. Ich habe mal wieder irgendwo nicht aufgepasst. Ha? Hier lang! Durch die Höhle! Geh voran! Okay. Ne, geh nicht voran, Mädel! Ziel, was jetzt zielst du denn da? Warte, hier ist noch ein Kraut, das nehme ich nochmal mit. So. Bisschen finster hier. Hast du Angst? Und du? Mm-hmm. Nein. Oh oh. Was? Der Wolfskönig. Glaubst du mir jetzt? Ja. Ja. Versteck dich. Komm her, du Werwolf. Hä? Was macht die da oben, ey? Den können wir aber mal ins Visier nehmen, wenn das irgendwie machbar ist. Geht nicht, okay, wahrscheinlich, weil das eh noch ein da ist. Na, komm her. Na? Der hält ja gar nichts aus. Da kommt noch ein Dicken von oben. Das ging schnell. Aber da habe ich irgendwie mehr erwartet jetzt. Das ging schnell. Nach dem hast du es aber gegeben. So na, was guckst du, ne? Noch nie gesehen. Gretka, du kannst rauskommen. Na komm. Oh oh. Ach, das schon sie wieder weg jetzt. Zwar, die hat hier auch ihren Ausschnitt ganz schön offen da, ne? Wir müssen zum Dorf.
Wir haben im Wald eine Leiche gefunden. Dein Glück, dass wir hier entlang gekommen sind. Im Wald hatte jemand weniger Glück. Das muss Jahren sein. Wir kamen aus Mittelhain, als das Vieh angriff. Ich konnte fliehen, aber Jahren... Die Kleine. Keine Details. Wir müssen zum Dorf. Habt ihr Verbandszeug zu Hause? Und Branntwein? Leider habe ich ein, zwei Hiebe abgekriegt. Nein, Fräulein, doch. Mein Herr ist ein mächtiger Mann, der hilft dir bestimmt. Vielleicht belohnt er dich sogar für deine Tat. Na schön. Bring uns zu deinem Herrn. Na, war es das jetzt schon? War der Herr der Baron? Oder wer war der Herr? Ich gehe mal davon aus, ha? Der Käse sieht aber nicht lecker aus. Mädel, zieh dich mal richtig an hier. Auf jeden Fall was Rotes schon mal zu sehen hier. Ja, dachte ich's mir. Wen hast du denn da angeschleppt, Mann? Das ist nicht meine Tochter. Die Kleine auch nicht? Nein, verdammt. Ich kenne doch mein Kind. Die Große mag nicht deine sein, doch die Ähnlichkeit ist verblüffend. Also, was ist mit der Belohnung? Du wirst nicht einen beschissenen Kopper sehen. Verschwinde, sonst werde ich die Hunde loslassen. Okay, das heißt, wir sollen wahrscheinlich sein Kind suchen gehen, oder was? Na, schmeckt der Eintopf? Sehr gut, danke. Lange nichts gegessen. Offensichtlich. Schön, dass es dir schmeckt. Dann wartet ein Bad nach dem Essen. Und etwas Schlaf wäre auch nicht schlecht. Gretka kann im Winkel hinterm Herd schlafen. Und du im Gästezimmer gegenüber der Küche. Danke, ich... Iss jetzt. Wir reden, wenn du ausgeruht bist. Mhm. Jetzt wieder zurück bei Geralt. Gehe ich mal von aus. Ich befahl den Männern, sie zu bewachen und ließ sie schlafen. Und? Das erzähle ich dir ein andermal. Ich weiß, was du willst. Diese Information kriege ich wohl nicht umsonst. Kluger Kopf. Ich bedauere deinen Verlust. Doch meine Frau und meine Tochter sind auch verschollen. Hier ist mein Vorschlag. Finde meine Lieben und ich erzähle dir alles, was ich über dein Mädchen weiß. Okay. Und wenn ich ablehne? Und wenn ich ablehne, weil ich einfach nicht will? Du würdest mich hängen lassen? Nur zu. Ich lass dich dann auch hängen und wir sind zwei hilflose Hänger mit leeren Händen. Hat er recht. Stell dir vor, es wäre deine eigene Tochter. Dann müsste es schnell gehen. Wache! Dieser Mann steht unter meinem Schutz. Niemand darf ihn belästigen. Klotz nicht so. Wachsen mir Hörner? Nimm's als Zeichen meines guten Willens. Wann hast du sie zuletzt gesehen? Sie sind nach Neumond verschwunden. Wie von Schatten verschluckt. Was meinst du mit verschwunden? Genau das. Ich bin eines Morgens aufgewacht und sie waren weg. Okay, ich brauche mehr Informationen. Ich muss noch viel mehr wissen. Kann ich ihre Zimmer sehen? Wozu? Ich brauche Hinweise, Anhaltspunkte. Ich lasse keinen Fremden an ihre Sachen. Soll ich sie finden oder nicht? Ja, schon. Dann lass mich dorthin. Gut. Aber ich gehe mit. Die Türen sind ohnehin verschlossen. Nun gut, dann zeig ich mal her den Weg, du. Zeig mal die Zimmer. Meine Tochter liebte Tiere, als sie noch klein war. Einmal sah sie einen Hirschkopf an der Wand. Und was fragte sie da? Keine Ahnung. Papa,
Ist der Rest vom Hirsch auf der anderen Seite? Stell dir das nur vor. So, ist das hier schon so ein Zimmer? Das arme Schwein, das ihr was antut. Ich zieh ihm die Haut bei lebendigem Leib ab. Euch das jetzt klauen? Und er nennt das Schlüssel. Sie klemmt schon wieder. Ich frage mich, was er öffnet. Unsere Schlafkammer. Tamaras Zimmer ist das jetzt klauen? Sandelholz und bring noch aber etwas nichts durcheinander. Safran. Bei ihrer Rückkehr soll alles so sein, wie sie es verlassen haben. Rote Spuren überall. Was haben wir hier noch? Oh, Goldzeugs, wir hier finden. Das ist doch echt. Brief an Tamara, okay. Noch irgendwas? Hier hinten vielleicht noch was in dem Zimmer? Kiste noch, okay. Mein Controller vibriert auf jeden Fall wieder. Hat das so viel zu sagen, wie wir sind in der Nähe? Da. Ganz schön hässlich, die Puppe. Das ist eine, in die man Nadeln steckt, um jemanden weh zu tun. Voodoo-Puppe, okay. Das ist definitiv interessant. Ich glaube, das war's hier aber schon. Also ich sieht man ja nur noch diesen roten Rauch. Wer geht hier lang? Raratonga. Und dann da runter. Okay, dann gucken wir uns erstmal das andere Zimmer noch an. Da sind Säcke. Leere Flaschen. Da. Dieser Kronleuchter hat uns irgendetwas zu sagen. Kerzenleuchter. Ein Kerzenleuchter aus Holz. Der Schaft ist gebrochen. Wurde damit geschlagen, vielleicht. Wir wollen rausfinden, woher der Geruch kommt. Okay, das müssen wir gleich machen. Das ist wahrscheinlich irgendwas unten. Was ist das hier? Er erwartet sie jederzeit zurück. Oder hofft es. Knarzt ganz schön hier. Da hinten ist noch was. Ich hab doch genau gesehen hier. Da. Die Wand sieht anders aus. Hier hing etwas. Ja, da Bild oder das sowas, Bild, ne? Die Größe stimmt. Und hier war auch noch irgendetwas. Da. Da ist das Bild, was vorher an der anderen Wand hing. Seine Frau. Sie sehen glücklich aus. Was haben wir dahinter wohl? Was ist das? Aha. Okay. Wer wohl das Loch verborgen hat? Und was auf der anderen Seite ist? Das werden wir bestimmt rausfinden jetzt. Und den Schrank, können wir den irgendwie wegbewegen hier? So, schiebt den mal zur Seite bitte. Oder macht den Schrank auf, egal. Es wird interessant. Das Holzstück sieht aus wie der Schaft eines Kerzenleuchters. Das ist kein Zufall. Hier könnte der Kampf stattgefunden haben. Ich muss nach Hinweisen suchen. Okay, aber wer verschleiert die denn? So. Hier ist auch noch irgendwas. Tiefe Kerben. Mal untersuchen. Geschlagen mit einem schweren Gegenstand. Vielleicht auch der Kerzenleuchter? Gucken wir uns den nochmal an, auf jeden der Fall. Der Rest des Leuchters. Und Weinflecken. Jemand hat eine Flasche zerschlagen. Aus Toussaint. Oh, definitiv ja, ein Kampf. Erbelüs. Der Geruch ist noch da. Bin gespannt, wo er mich hinführt. Gut, das heißt, wir gehen jetzt den Geruch nach, der ja irgendwie anscheinend aus beiden Zimmern zu kommen scheint. Da ist eine Diele nicht ganz fest, hä? Mist. Hier ist die mal. Spur. Vielleicht finde ich was anderes. Talisman. Fichtenholz. Riecht nach Wacholderweihrauch, wohl ein volkstümlicher Schutztalisman. Die Frage ist, wogegen soll der schützen? Mehr werde ich hier wohl nicht finden. Okay, dann sprechen wir nochmal mit dem Baron über das, was wir gefunden haben. Gucken, was der dazu sagt. Na, Suche beendet? Weißt du etwas über dieses Amulett? Kennst du dieses Amulett? Ja. Anna trug es seit einiger Zeit. Weißt du, woher sie es hatte? Nein. Gibt es Hexen oder weise Frauen in der Gegend? Einen Weideler in der Nähe von Schwarzzweig. Und eine weise Frau in Mittelhain. Aber über die weiß ich nicht viel. Sie wohnt noch nicht lange dort.
Hätte Anna so jemanden gebraucht, wäre sie zum Weideler gegangen und nicht zu der Frau. Bei Fremden war sie vorsichtig. Okay, und diese Puppe? Ich habe in Tamaras Zimmer eine Puppe gefunden. Was kannst du mir darüber erzählen? Hä? Was kann denn an einer Puppe so interessant sein, Hexer? Sie wurde vielleicht für schwarze Magie benutzt. Wo hat Tamara sie her? Schwarze Magie? Bist du noch zu retten? Die hab ich gemacht. Wir waren in Vysima, als Tamara 4, 5 Winter zählte. Da sah sie die Zauberin Triss Merigold und wollte unbedingt eine Puppe haben, die genauso aussieht wie sie. Solche Sachen konnte ich mir damals nicht leisten, also habe ich ihr selber eine gemacht. Die Ähnlichkeit ist erstaunlich. Ich meine, Triss sähe anders aus. Sei mir mal lieb. Das soll also Triss sein. Ja, jetzt sehe ich es. Seltsam. Sieht genau aus wie sie. Nicht wahr? Der Zahn der Zeit hat an ihr genagt, aber sie ist immer noch beeindruckend. Dann hast du ja was in der Hinterhand, wenn es mit Nilfgaard nicht läuft. Ich muss mit dem Weideler reden. In den Zimmer sind Kampfspuren. Mach mal erstmal hier. Ich habe Kampfspuren gefunden. Weißt du etwas darüber? Kampfspuren? Wovon redest du? Jemand ist angegriffen worden. Vermutlich deine Frau oder deine Tochter. Die Person hat versucht, sich mit einem Kerzenleuchter zu verteidigen. Hat ein Loch in die Wand geschlagen. Gekämpft wurde auch. Davon weiß ich nichts. In der Nacht war ich betrunken. Ich weiß nichts mehr. Als ich aufwachte, waren sie fort. Ihr wart ja nicht alleine in der Burg. Hat einer deiner Männer was gehört? 3-mal habe ich diese Hundesöhne gefragt, ob sie was gehört oder gesehen haben. Aber nichts. Keiner von ihnen. Und jemand hat Wein auf dem Absatz verschüttet. Der ganze Treppenabsatz riecht nach Wein. Was kannst du mir darüber sagen? Muss einer der Jungs gewesen sein. Alles Säufer. Du gibst deinen Männern Erbelüs? Oh, verdammt. Ich kann ihn auch selbst verschüttet haben. Ich hab dir doch gesagt, dass ich in der Nacht voll war. Welche Rolle spielt's? In der Burg riecht es doch überall nach Wein. Naja, okay. Ist er da vielleicht doch drin irgendwie verwickelt? Und weiß es nicht mehr, weil er zu viel getrunken hat? Ich muss auf jeden Fall mit den Weideler reden. Ich sollte mit diesem Weideler reden. Sei gewarnt, er ist schwierig. Angeblich hat er seinen Vater als Kind mit einer Axt erschlagen und ist dann verrückt geworden. Jetzt soll er Geister sehen und seine Ziege vögeln. Seine Hobbys interessieren mich nicht. Ich will ihn nach dem Amulett fragen. Gut, dann wollen wir ab zum Weideler hier. Gucken, ob der uns ein bisschen weiterhelfen kann, ne? So. Hier und Dachdianwachen. Wer spuckt denn da hinter mir? Was Abscheuliches. Raus hier. Ui, ist es dunkel? Nun gut. Egal. Ein Hexer kann Tag und Nacht arbeiten, würde ich sagen, oder? Wollen wir nochmal unsere Waffen schärfen? Ach, Rüstung können wir auch noch vorübergehend aufwerten. Okay. So, Rüstung und Waffe aufgewertet. Vorübergehend. 15 Minuten hält das Ganze. Hier haben wir jetzt hier schon wieder was Neues, oder was? Gewinn, neue Spieler gesucht, Pferderennen. Ja, machen wir mit einfach. Haben die Leute nichts gegen deine weiße Visage? Gut. Dann rennen wir mal los. Hier, wo ist mein Pferd? Da ist es. Komm her, Plötze. Wir haben... Was? Hallo? Wir wollen ja mal nicht frech werden hier, oder? Wir müssen jemanden suchen gehen. Mit dir bin ich einfach schneller unterwegs. Komm, reiten wir mal ab hier durch mit dem Kopf raus. Man mag das scheiß Pferd nicht. Muss ich doch per Hand aufmachen gehen, die Tür. So, Tür Nummer 1. So, komm her. Gut. Dann kann man wieder aufsitzen. Danke, Geralt. Und auf geht's. Ja, das klappt ja super. So, runter hier.
gucken. Das sind jetzt gute 500 Schritt wieder. Bis dahin. Hier ist schon wieder irgendwie so ein roter Pfeil gewesen. Ich frage mich echt, was das bedeutet.